Okay. Zack. Und das gleich nochmal. Cool, cool, cool. Oh, das geht super schnell. Das geht ja super schnell, geht das. Okay. Das ist jetzt eine Kohle. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Beatbeast Genesis. Zurück bei dem Versuch, die Welt wieder zu überleben mit Simulationen. Wir haben eine Simulationskammer, die es uns erlaubt, eine bestimmte Welt zu simulieren. Wir sind ab sofort offiziell Simulanten. Warum, wieso? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach, wie es ist. Wir können mal ganz kurz dem Kollegen hier einen Namen geben, ne? Und sagen dem, das ist Farm. Dann wissen wir zumindest schon mal, in welche Richtung das schlägt. Ja, und hier können wir dann entsprechend dann anfangen, unsere Farm aufzubauen. Wenn wir es dann, wenn wir denn soweit sind, dass wir Sachen anbauen wollen. Licht gibt es logischerweise nicht, aber ist ja nicht schlimm. Zuerst einmal, lass uns mal kurz gucken, wir hatten nämlich noch ein bisschen was an Quests jetzt bekommen. Zum Beispiel gab es jetzt die extra Fertilizer nochmal. Den haben wir jetzt hier gelootet. Und jetzt können wir hier diesen Fertilizer herstellen, den Overgrowth Fertilizer. Der normale Fertilizer wird hergestellt mit dem Scrap, das wir nicht haben. Wir können es aber herstellen über die Encoded Reality und auch über den Crop Fertilizer. Das heißt, wir können es ja dann über die wiederholbare Quest uns holen. Dann haben wir diesen Overgrowth. Den gibt es entweder so gecraftet, wieder mit Scrap oder aber auch über die Quest Time to get Agrarian. Okay, den kriegen wir nur einen. Den haben wir schon, oder? Ja, den haben wir schon. Nur ist der jetzt wo? Oder ist die Quest schon fertig? Nee. Warte mal. Lass mal kurz gucken. Oh, da sind wieder ein paar Äpfel fertig. Nice. Inzwischen habe ich überall Äpfel dran, ne? Das ist jetzt sehr praktisch. Also ich muss jetzt keine Äpfel mehr herstellen, sondern kann die jetzt tatsächlich dann auch vernaschen. Und damit habe ich jetzt erstmal zumindest schon mal einen Grundstock an Nahrung da, die ich mir reindrücken kann bei Bedarf. Ich stelle sogar auch ein bisschen Wasser wieder her. Okay, wo ist der Fertilizer? Da ist er. Zack. Jawohl, das zählt für die Quest. Wir bekommen dann eine Overgrowth City, haben wir sogar schon, und den Jacaranda. Okay. At the end of the season, it leaves the soil completely dead and your plant unable to ever grow in it again. Das ist so ein, für 5 Minuten rast er völlig aus und danach geht gar nichts mehr. Okay. Merkt es sich dann, welcher Block das ist, oder ist es einfach nur die Erde selber? Nee, der Dirtblock selbst kann ja keine Informationen haben. Ja, das müssten wir mal schauen. Dann haben wir als nächstes den Restoring Fertilizer. Ah, okay, damit kriegt man den wieder. Okay, alles klar. Und der braucht dann. Oh, okay, wow. Uff, Junge. Das ist ein ziemlich harter Ding. Der Flora-Fertilizer, den kennt man, das ist von Botania. Der Basic Seed Enhancer. Mana. Okay, was macht der? Von FTB. Nee. Das ist von FTB Genesis. Wow. Mit dem Seed Enhancer kann man ein IC2 Seed direkt zu 5 von 5 machen. Okay. 15, 15, 15 und den auf Max 25, okay. Ja, okay. Mit dem Mystical Fertilizer kennt man, damit kann man die Mystical Agriculture Pflanzen schneller zünden. Okay, wir haben hier drüben noch Selective Breeding, das ist die nächste Questreihe. Wir bekommen eine
wieder aufladbare Batterie. Die hat 10.000 Energie. Vermutlich können wir die ins Inventar packen und dann füllt die unseren Korb-Analyzer auf. Wir bekommen eine Suppe. Mhm. Und noch mehr Cropsticks. Okay. Wenn ich also in die Hotbar nehme, diesen Seed Analyzer, lass mich gerade, den muss ich jetzt Shift rechts klicken, damit der. Right Button. Hm. Press Right Button to recharge Hotbar Items. Hm. Okay. Also wenn der jetzt hier leer wird, dann kann ich den damit manuell aufladen. Okay. Auch nicht verkehrt. Oh, mehr Äpfel. Sweet. Schau, dass man keinen Apfelsaft machen kann. So. Also, jetzt können wir hier anfangen, Sachen zu ernten. Gab es noch irgendwas, was ich... Nee, okay. Okay, der Crop-Analyzer kann... switch between breeding mode and breeding mode. You can input wild crops into the breeding slots, which will for the instant crops. Ah, okay. Wenn ich also anfange zu kreuzen, dann kann ich sich damit, was ich dabei rausbekomme. Okay. Save this for later. Ein Schneeblock. XP, Cropsticks und nochmal Fertilizer. Danke. Oh wow! Man kann Bäume mit den Cropsticks verkombinieren, das ist cool. Wir packen mal den für später weg. Und wo sind denn gerade meine da? Schön. Wir bekommen den Seed Enhancer, nochmal Cropstick und ein Choice Reward. Oh. Really? Ich habe jetzt gerade. Oh, wow. Ich hab mir gerade die Eichen. Okay, gut, egal. Dann haben wir die Seeds. Habe ich auch schon ein, zwei gefunden. Genau. Kommen wir nochmal Dings. Sie may not have access to recycling for store. A pinch. Weed seeds will work as for. Oh! Weed seeds sind auch gleichzeitig Fertilizer. Okay. Die Crop Matron. Water piped in and keep your crops settled in fertilizer to the grow peak efficiency, okay. Ich hab mich geraten, der kostet aber ja. Den haben wir noch. Der ist noch in weiter Entferne. ein Jesus take the wheel. Was? Okay. Okay. Also entweder Sweet Berries oder... Also ich muss drei Stacks Sugarcanes liefern und entweder Beeren, Bambus oder Kaktus. Okay. Und bekommt dann Sticky Resin. Das für den Fall, dass es halt eben, dass die normale Questreihe nicht funktioniert. To tell what nearly crossed until it's fully grown. Okay. Okay, also immer schön auswachsen lassen, damit man sieht, was es wird. Oh, Jesus. Was zum Fick? Okay. Diese Prokulti hat... Oh, Jesus. Nutrients, Humidity, Environment Quality, Light Level. Was zum Fick?
Okay, das Anpflanzen hier wird ziemlich komplex. Sticky Resin. Das erste, was ich machen möchte, ist das Stick Read, offensichtlich. Okay. Ein bisschen in der Mitte. We will crossbreed into a new crop at the middle. Okay. Also Kreuzung. Also einfach eine ganze Reihe Stickread und dann in der Mitte Platz lassen. Okay. Wir brauchen also Sugarcane am Anfang und dann wird daraus eventuell Stickread. Okay. Okay, wir brauchen also für die guten Pflanzen brauchen wir 25, brauchen wir die Hydrationsgeschichte. Zuerst Lone Wars. Okay, so kann man die klonen. Okay. Also so Kreuz ist dann quasi Kopieren der Seeds. Into seeds, spread the flowers for breeding, replacing four of them onto a crop sticks. Breed some new puppies and I will... Okay. Ich soll Dandelions crossbreeden. Löwenzahn? Ja, Löwenzahn, ne? Habe ich denn irgendwo Löwenzahn? Zwei habe ich hier. Okay. Okay, das wird alles ein bisschen komplexer gerade schon. Ich merke das hier schon. Das wird alles ein bisschen anders. Damit warte ich mal noch. Die Seeds kann man, wie gesagt, zum Dings benutzen. Fertilizer. Das kann erstmal weg, 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 weg. Ist voll. Okay. Dann nehmen wir mal den Dandelion mit. Draußen ist gerade Nacht. Dann gehen wir kurz mal raus und werden dann draußen nochmal Löwenzahn suchen. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung ich gerade gehe mit der Züchterei. Aber zumindest habe ich schon mal eine Richtung. Oder in dem Fall mehrere Richtungen. Okay, der Crop Analyzer. Ja, hier komme ich aber ohne das Refined Iron nicht weiter. Ohne auch das Dingens. Ohne Gummi kommen wir nicht weiter. Also ich vermute, ich mache erstmal die Dandelion-Geschichte und den Stickread. In der Hoffnung, dass wir dann so langsam in Richtung Gummi kommen. So, da. Da sind nochmal Dandelions. Zack. Und... Dankeschön. Dann... Wir stellen gerade... Mopse? Mir egal. So. Kurz mal Melonsaft schlürfen. Und einen Apfel essen. Okay. Jetzt brauche ich die Sugarcane-Geschichte. Da müsste ich irgendwo Saatgut zu haben, wahrscheinlich schon. Hier ist nix. Irgendwas Sinnvolles hier sonst noch? Nee. Nochmal Seeds. Die Farbe, wie gesagt, keine Ahnung, was die Farbe tut. Was die Farbe bedeutet. Korallen. Hatte irgendwo schon mal da. Schon mal gesehen.
Okay. Und die haben bereits 5 von 5. Okay. Ui. Sie ja. Okay, dann auf zur Simulation. Und einmal das Züchten beginnen. So, wir haben hier schon mal die ersten Pflanzen vorbereitet. Okay, jetzt sehe ich hier auch dann schon die Informationen. Der hat Wasser, aber ist nicht fertilized. Wir fangen mit den Oak Saplings an. Also. Das hier müsste das Breeding sein. Wenn ich jetzt hier den reinpacke und den reinpacke, müsste hier jetzt eine Kreuzung entstehen. Unknown Crop. Okay. Scan 1 von 4. Es hat keinen Fertilizer, kein Wasser, kein Weed Eggs. So, Fertilizer können wir ja nehmen, die Weed. Okay, das ist 25 Fertilizer. Ich habe aber kein Wasser da. Wie mache ich hier jetzt Wasser hin? Der verbraucht ein bisschen Fertilizer schon mal. Oak Sapling. Und wenn ich jetzt das so tue, immer da drunter ist, glaube ich, Wasser, ne? Gehe ich mal von aus. So. Was passiert, wenn ich jetzt das hier tue? Crop Name Unknown Crop. Sagt mir erstmal nix. So, der Fertilizer hier wird verbraucht. Das ist 100 Fertilizer dann. Okay, alles klar. Aber wie füge ich hier Wasser hinzu? Muss ich Wasser hinzufügen? Vermutlich nicht, oder? Damit trinke ich das nur. Snicken geht vermutlich nicht, ne? Nee. Scan Level Increase to 2. Okay. Ich kann nur diese Seeds untersuchen. Okay. Und wie stelle ich die jetzt her? Gar nicht, oder? Hm.
Nur über Questbelohnung. Okay. Okay, fangen wir erstmal dann jetzt mit den Sugarcanes an. Wie uns aufgetragen wurde. Das heißt... Wir haben 8-mal die Sugarcane Seed. Wir können also jetzt hier... Einmal, zweimal... Und dann hier so crossbreeden. Nee, Quatsch. Warte mal. Unknown Crop Nutrients 2. Okay, das ist... Okay. Er hat also nochmal Stats. Growth Gain Dings. Er hat immer noch kein Wasser. Du kannst mir hier den Fertilizer hinzufügen. Bin verwirrt. Growth Rate. Okay, das erhöht die Growth Rate um 4. Oder auch nicht. Heißt, je mehr Fertilizer, desto höher die Growth Rate, oder was? Oder ist das scheint Zufall zu sein? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also die Stats sind die Pflanzenstats. Genau, die haben 5, 5, 5. Ah. Warum ist genau IC in Industrial Craft 2, warum ist das unbedingt mit Wachstum beschäftigt? So. Dann haben wir jetzt hier überall volle Kante Fertilizer. Aber kein Wasser. Aber wir brauchen vermutlich den Hydrator. Da kommen wir aber gerade noch nicht ran ohne das Gummi. Wenn ich jetzt hier Crop Sticks hinpacke und die analysieren lasse, eben auch kein Wasser, obwohl sie direkt neben der Wasserquelle stehen. Also ich vermute mal, das hat nichts damit zu tun. Okay, das ist ausgewachsen. Cool. Und das wächst gerade noch. Okay. Und dann sollte das ja spreaden. Also die Frage, kann ich denn wirklich... Jetzt Stufe 2, Stufe 1. Bäume wachsen hier auf jeden Fall deutlich langsamer. Sneaken geht nicht, ne? Nee. Okay. Du kannst auch tatsächlich jetzt dann keinen... Fertilizer draufpacken, um das Ding richtig zu pimpen, sondern es muss einfach warten. Okay. Crop Name Unknown Crop. Solltet ihr mir nicht sagen, was der da draus macht? Skaktus. Okay, das kriege ich da raus. Das sind 25er, genau. Die sind noch zu stark. To breed crops is by placing 3 crop sticks in a row and placing another crop stick on the middle one. Genau. Da haben wir den breeding spot. Growth crops on the other side will wait till they mature. Over time they will crossbreed into a new crop in the middle. So haben wir das hier auch gemacht, ne? But, by crossbreeding sugarcane until the new crop grows in between. Okay. Ja, okay. Da haben wir Unknown Crop. Und es wächst. Kann ich jetzt hier ernten?
Hurricane Dings. Okay. Und die kann ich jetzt umcraften zu. Seeds? Nee. Wie crafte ich jetzt die Sugarcane Seeds? Gar nicht. Warte mal, war das nicht mit dem Seeds? War doch mit überkreuzt, ne? Warte mal. Das ist für den Fertilizer. Reap what you sow. Make sure you don't harvest your crops and so. Genau, das ist zwar. Bitte warte. Lone Wars. Okay, so überkreuzt. Versuchen wir das gerade mal und. Wie viel habe ich noch? 6. Also, wir könnten im Grunde dann. Zweimal. Den Sugarcane crossbreeden lassen. Okay. Den und den. So. Dann überall den Fertilizer drauf. Der Tooltip. Okay. Und dann einfach abwarten. Scan. Crop unknown. Und wenn ich die in den Cross spiele, dann werden die das vermutlich besser von den Seeds, ne? Also es ist ein interessantes Konzept. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. Aber muss vermutlich warten, wie das hier sich verhält. Bäume dauern ewig. Und wir können aber schon mal eventuell die Produktion des Fertilizers noch ein bisschen ankurbeln. Indem wir einmal die Stromproduktion umstellen auf. Wo ist denn der? Der ist drüben, ne? Wenn wir die Stromproduktion umstellen auf Dings. Und wir können jetzt die Äpfel noch weiterverarbeiten zu was Besserem. Denn wir haben jetzt ja Sugar und damit Sugarcane und können damit auch bereits eine bessere Nahrung mit den Äpfeln herstellen. Und zwar im Kochtopf ist das, glaube ich, ne? Genau. Das ist ein Apple Cider. Das gibt dann keine Nahrung, sondern nur. Okay. Ja, nee, passt schon. Dann lassen wir das. Essen wir die Äpfel doch lieber so. War gerade zu, ne? Ja. Oh shit, habe ich vergessen, die Kohle rauszunehmen, oder? Nee. Das kann gut sein, dass ich gerade die ganze Holzkohle verschwendet habe. Oder ich habe es weggepackt, wenn ich clever war, aber ich glaube es vermutlich eher nicht. Ich hatte sie irgendwo hier. Hatte ich sie gesehen. Was? Ich verstehe die Farbe der Seeds nicht. Das ist mir gerade unverständlich, was die Farbe da tut. Wozu die da ist. Egal, anyway. Lass mal ganz kurz jetzt die Quest anschmeißen, um uns weiteren Fertilizer zu machen. Das wäre nämlich Synthetic Acquisition, die hier. 16.000 Strom für 16 Fertilizer. Tasks. Fertilizer, da. Fertilizer, 16.000 und dann auch mal eine rein.
Mal kurz den Apfelsaft trinken, dann ist der auch schon mal weg. Und gibt uns einen Inventarplatz. Okay. Zack. Und das gleich nochmal. Cool, cool, cool. Und geht, oh, das geht super schnell. Das geht ja super schnell, geht das. Okay. Das ist jetzt eine Kohle. Okay. Und jetzt noch eine Batterie dazwischen, dann geht das richtig ab. Okay. 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 Also Fertilizer ist gar kein Problem. Am besten noch ein Hopper drunter oder sowas, dass es dann rauszieht. Ah, nee, es geht ja über die Quest, geht ja nicht über den Dings. Wir müssen die Quest ja manuell abschließen. Also wenn ich das nicht einlöse, dann bleibt, dann verschwindet es einfach nur, ne? Ja. Okay, das war's. Und da kommt der letzte Strom. Das ist noch irgendwie Strom im System gewesen. Ah ja. Ah, reicht gerade so. Nice. Dankeschön. Kommst du noch ein kleines bisschen Strom nach? So, das haben wir gerade massiv Strom. Mit einer Holzkohle haben wir gerade massiv Strom gemacht. Massiv Fertilizer hergestellt. Das ist gar kein Problem. Wir können also mit dem Dünger können wir rumasen, bis es uns aus den Ohren, Augen und was, wo auch immer wieder rauskommt. Nice. Okay, noch mehr Äpfel. Auch die sind jetzt in großen, rauen Mengen verfügbar. Ebenfalls gut. Das heißt, wir sind also schon mal gut aufgestellt. So von der Grundlage her. Jetzt geht's aber ans Züchten. Und das lässt sich dummerweise nicht wirklich besteuern. Nur eben über den Hydrator, den wir noch nicht haben, weil uns das Gummi fehlt. Okay. Vielleicht sollten wir auch hier ein bisschen umdekorieren, während wir auf das Wachstum warten. So, hier haben wir die Pflanzen. Und da ist schon eine neue Pflanze. Was bist du denn? Unknown. Du bist einfach nur Sugarcane. Unknown Crop. Ist der ausgewachsen? Ich glaube, ne? Das war jetzt Sugarcane. Den Dünger drauf ballern. Der ist ein bisschen gewachsen schon. Oh, und wir haben einen neuen Crop hier. Okay. Ist der denn da ausgewachsen? Ich weiß es nicht. Hier ist auch schon was Neues. Gen Level increased to, oh, okay. Malachit. Okay. Achso, ich kann den Scan Level erhöhen und dann quasi entscheiden, wie viel ich sehen möchte. Hier haben wir einen Oak Sapling bekommen. Okay. Den will ich aber nicht. Und den lassen wir auswachsen. Okay, Malachit. Wie kann ich jetzt hier den Scan Level zurücksetzen? Okay. Wenn ich den jetzt so mache, genau, jetzt nimmt die Batterie und macht dann daraus den Strom. Alles klar. Und zieht den dann da rein. Alles klar. Okay. Jetzt muss ich die Batterie leeren. Die müssten wir jetzt aber dann in der Quest wieder aufladen können, ne?
So, der ist jetzt völlig ausgewachsen. Jetzt müssen wir hier warten. Wir können natürlich jetzt hier mal kurz ernten. Was kriegen wir da jetzt? Holz. Ein Holz. Oh, wow. Cool. Oh, ein Holz. Ups, das ist 4 von 5. Wie setze ich den Skin wieder runter? Toggle Mode? Nee. Das ist die Karte. Steuerung M und C. C, well. Okay, das tut's offenbar nicht. Die Keybindings sind auch falsch. Vermutlich überschreiben die sich mit anderen. Okay. Ich tüdel jetzt ein bisschen rum hier. Wir gucken es ein bisschen an, ganz in Ruhe. Und in der nächsten Folge Sage Grown. Secret, nice. Das war ja einfach. Zack. Oh, und Stickweed gibt dann direkt Stick. Oh. Und jetzt kann ich daraus die Seed machen, oder was? Nee. Oh, ich wollte doch hier aber eigentlich. Hä? Hier gibt es Melonen. Ich wollte doch aber eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte doch eigentlich. Wenn ich jetzt abreiße, kriege ich dann jetzt die Dings? Nö. Cool. Kann ich jetzt Stickrit anpflanzen? Nee. Kann ich das umwandeln zu? Nee. Hä? Ich habe jetzt Stickrit bekommen. Ich muss nochmal Seed. Aber die sind jetzt zu stark. Die kann ich so nicht machen. Ich bin nur gerade verwirrt. Wie zum Geier kriege ich denn da jetzt die Seed raus, wenn das gekreuzt ist? Okay. Also ich kann es entweder ernten oder die Seed rausholen. Okay, Tier 2. Achso, scheiße, ich habe keinen Strom mehr. Was bringt mir jetzt das Tier 2? Seed. Ach, muss ich jetzt. Okay. Ich muss ja mehrfach durchballern. Okay. Resistance. Das ist jetzt das Maximal, was ich sehen kann, ja, ne? Okay. Jetzt kann ich da wieder Cropsticks draufpacken und dann nochmal neu breeden lassen. Okay. So weit, so gut erstmal. Ich hab zumindest schon mal eine grobe Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss, glaube ich, auch mal das Feld mal umbauen, ne? Ich tüttel jetzt ein bisschen rum. Lerne noch ein bisschen was zu den Dingern hier. Guck mir noch ein bisschen an, wie die Sachen funktionieren. Und dann schauen wir mal. Was da passiert? Kann ich jetzt hier per Rechtsklick die. Vermutlich nicht, ne? Egal. Ich lasse es ein bisschen arbeiten, ein bisschen tüddeln. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich gucke da mal genau, wie das funktioniert. Und dann gibt es in der nächsten Folge eine bessere Farming-Folge. Vermutlich auch eine bessere Farm. Der ganze Scheiß hier. Ich hatte natürlich das Problem, dass ich kein Wasser übertragen kann. Ich brauche so erstmal noch einen Eimer. Bis ich das Wasser übertragen kann, bin ich ein bisschen hängig fest.
Es muss irgendwie einen Weg finden, Wasser zu transportieren, um die Farm vernünftig aufzubauen. Denn aktuell ist es halt eben noch nicht wirklich perfekt. Aber all das zu seiner Zeit. Oh, die Folge ist wieder viel zu lang. Das soll es zu der Folge gewesen sein. Wie übrigens, wenn es dir gefallen hat, gerne bis zum Skypen. Oder links nach der Wieslegen, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschüss.